Ja, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Martin Buber, oft gehört, oft zitiert und immer noch wahr. Professor Ahmad Milad Karimi und Pater Anselm Grüni sind sich begegnet. Leibhaftig, ein Muslim und ein Christ. Sie haben sich auf den Weg gemacht zueinander, sie haben Stolpersteine entdeckt und theologische Differenzen festgestellt. Sie haben noch eine Erfahrung gemacht, eine ganz wichtige, die Sie so formulieren in Ihrem Buch, das schon mehrfach erwähnt wurde. Sie sagen, sobald die Frage nach Gott ins Zentrum rückt, dann tritt das Fremde im Anderen zurück. Was das für den Dialog bedeuten kann zwischen Christen und Muslimen und welche gemeinsame Chance daraus erwächst, darüber wollen wir jetzt in den nächsten 60 Minuten miteinander sprechen. Ich stelle Ihnen beide in aller Kürze vor, Sie sind gut bekannt, und bitte dann die beiden nacheinander zu mir aufs Podium. Pater Anselm Grüni, geboren 1945 in der Nähe von München. Kurz nach dem Abitur schon, 1964, ist er in die Benediktinerabtei Münster-Schwarzach eingetreten. Er hat Philosophie und Theologie studiert und danach auch noch Betriebswirtschaft, Lehre und Volkswirtschaft. Was dazu führte, dass er sich über 30 Jahre als Zellerar um die wirtschaftlichen Belange seines Klosters gekümmert hat. Vielen ist er bekannt durch seine Vorträge und seine zahlreichen Bücher. Herzlich willkommen, Pater Anselm Grüni. Ahmad Milad Karimi, geboren 1979 in Kabul. Sie haben studiert Philosophie und Islamwissenschaften an den Universitäten in Darmstadt, in Neu-Delhi und in Freiburg im Breisgau. Er ist heute stellvertretender Leiter des Zentrums für Islamische Theologie und seit 2016 Professor für Kalam, Islamische Philosophie und Mystik an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Auch er hat zahlreiche Bücher geschrieben und er hat den Koran übersetzt. Herzlich willkommen, Herr Professor Karimi. Ich habe es erwähnt, Sie haben beide zahlreiche Bücher geschrieben und vor 3 Jahren haben Sie Ihr erstes gemeinsames Buch geschrieben. Über die Erfahrung Ihrer Begegnung. Das trägt den Titel Im Herzen der Spiritualität. Die Idee dazu, die kam vom damaligen Chefrektor des Herder Verlages. Aber warum haben Sie beide mitgemacht? Aus welcher Motivation heraus? Ja, für mich war ganz wichtig, einen Dialog zu führen. Zwischen Islam und Christentum. Ich war früher öfter Dialog mit dem Buddhismus, aber Islam habe ich zu wenig gekannt. Dann habe ich dann extra beschäftigt, habe den Koran gelesen und viele Bücher auch aus den islamischen Traditionen. Früher habe ich natürlich schon immer die Sufismus gelesen, Rumi und viele andere, die mich auch fasziniert haben, vor allem von ihren mystischen Erfahrungen. Ich wollte einfach wissen, was ist die Erfahrung eines Muslimen, wie erfährt der Gott, wie erfährt der Spiritualität? Danke. Ja, dafür gibt es viele Gründe. Nicht nur, dass sozusagen ein intrinsisches Interesse besteht bei mir, natürlich auch das Christentum noch mehr kennenzulernen, mit dem Christentum mehr in Berührung zu sein und von dessen Weisheit mehr zu erfahren, sondern wer will schon nicht mit Pater Anselm Grüni zusammen etwas machen? Und das war jenseits von der Idee von Herrn Walter, die ich jetzt nicht seine Idee wegnehmen will, aber wir hatten uns vorher schon getroffen. Nämlich vor einigen Jahren haben wir ein Gespräch über in der Weihnachtszeit geführt, über die Schönheit der Religion. Und da ist mir etwas aufgefallen, nämlich eine ganz besondere Nähe, in dem, wie wir unsere Religionen in aller Unterschiedlichkeit begehen. Lieben, achten, aber auch kritisch sind zu dem, was wir als Glauben bezeichnen. Das war, glaube ich, für mich entscheidend, dass ich nicht zögern konnte, mit diesem Gespräch zu gehen. Obwohl Sie ja schon während Ihres Studiums haben Sie ja schon Vorlesungen der katholischen Theologie besucht. Sie hatten noch eigentlich schon einen guten Einblick ins Christentum. Ja, genau, bei keinem geringeren als bei Bernhard Ude. Aber das ist das eine, sozusagen eine vernünftige, rationale Auseinandersetzung theologischer Ordnung. Genau das, was ich vor diesen 3 Tagen auch
in diesem Forum auch stattfindet, was unglaublich wesentlich ist. Jenseits von dieser Erfahrung ist das, was sozusagen hier mich unglaublich angezogen hat, ist die persönliche Begegnung, die Erfahrung, die aus diesen theologischen Traditionen herkommt und im Grunde genommen lebendig geworden ist. Hier habe ich sozusagen nicht nur das Christentum, oder anders, ich habe das Christentum gesucht, aber ein Christenmenschen begegnen dürfen. Und diese Erfahrung, was es heißt, ein Christ zu sein, was es heißt, heute als ein Christ, als eine Christin zu glauben, von Maria und von Jesus zu sprechen, das ist etwas, was mich nach wie vor bewegt. Sie schreiben in Ihrem gemeinsamen Nachwort des Buches, dass Trennendes zwischen den beiden Religionen dann gewürdigt werden kann, wenn wir bereit sind, das Staunenswerte im Andersartigen zu sehen. Pater Anselm, worüber haben Sie denn bei Ihrer Begegnung am meisten gestaunt? Über die tiefe Frömmigkeit natürlich von Professor Karimi, aber auch über die Schönheit des Islam. Wir haben auch ein Buch bald früher geschrieben über die Schönheit. Da haben wir uns auch getroffen, dass Glaube schön ist, dass Gott das Schöne ist. Und Schönheit fasziniert uns ja alle. Und was mich sehr gestaunt hat, einfach das Thema der Hingabe. Hingabe ist natürlich auch wichtig, Hingabe an Gott. Aber natürlich, ich halte auch viele Führungsseminare, da geht es auch um Hingabe an die Arbeit, die Hingabe an Gott. Ora et labora, sagt der Benedikt, zeigt eben auch, dass ich hingebungsvoll arbeite, hingebungsvoll im Gespräch bin. Einfach Hingabe ist für mich zentral im Islam. Und das ist auch für mich persönlich ein ganz wichtiges Wort und wichtige Art. Hat Pater Anselm Sie zum Staunen gebracht? Ja, wissen Sie, wenn ich über Pater Anselm in seiner Gegenwart einmal reden darf, das Erste sozusagen, was mir auffiel, ist, und das, was Ihnen bestimmt auch schon bereits aufgefallen ist, Pater Anselm ist eine ruhige, gelassene Person. Er kommt als ein weiser Mensch mit seinem schönen Bart und hat eine anmutige Haltung. Aber dann spricht er über seinen Glauben. Und dann sehe ich einen ganz jungen Menschen mit ganz glänzenden Augen. Ich sehe Strahlen. Ich sehe Lebendigkeit, ich sehe eine unbändige, unstillbare Hingabe und Liebe, eine erweckende Liebe. Und das kann mich einfach nicht kalt lassen, sondern ich will mehr erfahren. Erfahren, woher dieser Glanz kommt, woher diese Jugend kommt, woher diese Lebendigkeit kommt und diese Aktivität. Und das ist das, was für mich wirklich ein Grund des Schauens war. Wenn ich es jetzt mal vereinfacht zusammenfasse, dann gibt es den Islam ja nach eigener Vorstellung als Konsequenz daraus, dass Judentum und Christentum die Botschaft verfälscht haben. Der Islam, also als die jüngste Religion, die ist also die ursprüngliche und eigentliche. Pater Anselm, können Sie mit dieser Aussage gut leben? Der Islam hat versucht, das Geschehen um Jesus auf seine Weise zu deuten und da gab es sicher natürlich in der frühen Kirche auch ganz viel Streit, wie verstehen wir Jesus. Der Islam ist eine Weise zu verstehen. Natürlich, wir Christen sagen ja auch, dass wir die absolute Wahrheit haben, aber das ist immer relativ. Natürlich, jede Religion sagt, wir sind das Eigentliche, aber wir versuchen, ich würde so sehen, wir versuchen, von Gott richtig zu sprechen und von Jesus richtig zu sprechen, aber. Recht hat keine von uns, weil Gott ist jenseits aller Worte und jenseits aller Bilder. Und das ist uns bewusst geworden. Es geht nicht um Recht, aber Reise. Es geht um die Erfahrung Gottes und die verbindet uns. Und das ist viel wichtiger, ob man die richtige Lehre hat oder nicht. Das ist sehr relativ. Also, ich habe in Dogmatik promoviert und habe schon gesagt, für mich ist Dogmatik nicht die Recht, aber Reise, sondern die Kunst, das Geheimnis offen zu halten. Und Gott ist ein Geheimnis und der Mensch ist ein Geheimnis. Und über dieses Geheimnis zu sprechen und über das Geheimnis, sich näher zu kommen, das ist für mich das Wesentliche des Dialogs. Gleichzeitig braucht der Islam ja immer die Bezogenheit zum Christentum, zum Judentum. Herr Karim, Sie sagen selbst, dass das Verhältnis zwischen Christentum und Islam so ähnlich sei wie zwischen Lehrer und Schüler. Wenn man das so betrachtet, ist dann trotzdem ein Dialog auf Augenhöhe möglich?
Ja, ich glaube auch, dass man auch als Schüler auf Augenhöhe sprechen kann, weil es nicht darum geht, man ist ein gleichwertig, sondern es geht darum, mit welcher Haltung wir in einen Dialog, in eine Begegnung hineingehen. Sei es auch von einem Lehrer aus gesehen, wenn es rechthaberisch ist, besserwisserisch ist, selbst die eigene Position verherrlichend oder verabschiedend ist, dann ist es auch kein Lehrer-Schüler-Verhältnis mehr. Also es geht mir darum, dass der Islam als die, zumindest historisch gesehen, jüngste Religion und ich in meiner jugendlicheren Position im Unterschied zu Pater Anselm ja nicht den Anspruch erheben kann, mit jemandem auf Augenhöhe zu sprechen, der einige Jahre, um sie jetzt nicht älter zu machen, als sie sind, über Weisheit verfügt und mehr Bücher gelesen hat und mehr reflektiert hat. Ich glaube, die Demut packen schon zu sagen, dass ich in diesem Dialog als gläubiger, tiefgläubiger Muslim, praktizierender Muslim, dennoch mit einem Schülerblick hinblicke. Und der Schülerblick ist schön, weil der Schülerblick ist immer Hörender, ein immer Lernender, ein unablässig Lernender zu sein. Und zwar nicht nur gegenüber meiner eigenen Tradition, die ich auch mit größtem Respekt anschaue, sondern auch auf andere Traditionen, die gerade, was die Urquelle des Islams betrifft, den Koran, auch genügend Würdigung erfahren. Pater Anselm, haben Sie sich wie ein Vater gefühlt bei dem Dialog? Nein, ganz und gar nicht. Ich habe immer uns auf gleicher Augenhöhe gesehen und ich habe gestaunt, wie schön Professor Karibi formulieren kann, wie ich auch formulieren kann, überhaupt auch diskutieren kann. Da fühle ich mich eher unterlegen. Ich habe so eine einfache Sprache, aber Professor Karibi hat eine sehr reflektierte Sprache und da habe ich auch gelernt, davon, darüber zu reflektieren und miteinander uns auszutauschen. Da war ich habe die gleiche Augenhöhe immer gespürt. Thomas Schalig, der österreichische Religionsphilosoph, der sagt ja, die Herausforderung für die Kirche von heute, das ist nicht der Atheismus und nicht der Materialismus, sondern der große Durst nach Spiritualität. Und genau das soll ja für uns heute im Mittelpunkt stehen des Gesprächs. Der Empfang der Bischofskonferenz ist bewusst keine Dialogveranstaltung, wo es um ein politisches Format geht, sondern wir wollen über den Glauben sprechen und die Spiritualität. Was haben Sie beide denn über den Glauben des anderen herausgefunden? Glaubt Pater Anselm anders als Sie, Professor Karin? Ja, sicher. Ich glaube, das kann ich auch schlecht sagen, nicht einmal für mich selbst. Glaubenskonzepte sind dynamische Konzepte. Wie glaube ich? Das ist kaum sagbar, kaum formulierbar. Das ist eine Herzensangelegenheit, auch das klassische islamische Formulierung auch. Sondern das, was ich mache, wenn ich darüber rede, darüber Zeugnis ablege, ist ein Sprechen darüber. Das ist bereits schon die nächste Station und das ist immer analog und anagog. Insofern geht es nicht darum, ob meines Erachtens wie unterschiedlich oder wie gleich wir glauben, sondern wie wir unser Glauben auch mit Leben füllen, kommunikabel machen können, aber auch zeigen können, wie es segenreich ist, ein gläubiger Mensch in der modernen Gesellschaft zu sein. Ich denke, dass daher würde ich an Hauking widersprechen, zu sagen, dass Spiritualität natürlich etwas zutiefst Politisches ist. Wir sind in keinem Raum unpolitisch. Gerade auch hier, wie sehr es mir auch gerne wollte, und ich würde gerne unpolitisch sein, aber das gelingt mir nicht, weil alles politisch ist, weil es alles uns alle auch angeht. Insofern wäre auch eine lebendige Spiritualität, eine Spiritualität, die inmitten des Lebens geschieht und nicht in einem stillen Raum und stille Kämmerchen, wenn ich einfach an einem Wand anglotze und meditiere und meine, das ist dann Spiritualität. Und Spiritualität heißt Begegnung, ist Härte erfahren, ist Widersprechen, Haltung zeigen, Scheitern, Aufstehen, sich mit den Problemen, Herausforderungen der Gegenwart zu beschäftigen, mit den Problemen aus den eigenen Reihen und religiösen Interpretationen. All das kann spirituelle Arbeit sein. Pater Anselm, haben Sie denn aus der spirituellen Praxis von Professor Karini etwas gelernt, was abgeschaut, was Sie in Ihrem hohen Lebensalter noch nicht entdeckt hatten bis dahin? Was mich fasziniert am Islam ist einfach die Gewissheit, Gott ist gut und wir sollen Gott nicht ständig in Frage stellen. Wir Christen, also wir westlichen Menschen, glaube ich, das hängt mit unserer westlichen Philosophie einfach zusammen.
Leibniz hat ja Gott den Richterstuhl der Vernunft gezerrt und das liegt so in unserem Blut. Und mich hat fasziniert einfach die Selbstverständlichkeit, was Gott geschickt, das nehme ich an, auch wenn es schwer ist. Also das war so eine Faszination, sich einfach überlassen, Gott überlassen, hingeben. Und natürlich, was mich auch immer wieder fasziniert hat, die Schönheit der Sprache, dass der Glaube etwas mit Schönheit zu tun hat. Für mich ist der Glaube ein Ausdruck von Erfahrung, das ist entscheidend, welche Erfahrung machen wir. Und natürlich, was Sie gerade gesagt haben, der Glaube hat immer auch eine politische Dimension. Und für mich ist ein wichtiger Aspekt des Glaubens natürlich auch die Hoffnung. Können wir Christen, wir Muslime in unserer Welt, die so hoffnungsarm geworden ist, Hoffnung stiften, Hoffnung, dass die Welt eben nicht in der Hand der Mächtigen ist, sondern in der Hand Gottes, dass Gott auch diese Welt lenkt, natürlich auch durch uns, wenn wir im Glauben engagieren für diese Gesellschaft, für diese Welt, für den Frieden in dieser Welt. Das ist für mich entscheidend. Das war uns in unserem Dialog auch ganz klar, dass es nicht nur um Spiritualität geht, die nur innerlich ist, sondern beide Aspekte, das Innerliche und das Äußere, das Tun und das Leersein, Offensein für Gott. Der islamische Prophet Mohammed, der berichtet nach der ersten Offenbarung, es war mir, als wären mir die Worte Gottes ins Herz geschrieben. Deshalb heißt Spiritualität im Islam ja, sich um das Herz des Menschen kümmern. Dort geschieht das Göttliche, das Heilige. Wie kümmert man sich denn im Islam um das Herz des Menschen? Indem man langsam anfängt, zum Beispiel nicht sich so sehr wichtig zu nehmen. Nicht auf seinem Ego-Trip unterwegs zu sein, nicht seine eigene Optimierung zu suchen, mit seiner eigenen Fehlbarkeit immer in Beruhigung zu sein, immer wohl wissen, dass alles, was ich denke, falsch sein kann, egal wer ich bin, dass ich niemals die letzte Wahrheit habe, dass es nicht um mich, sondern um den anderen geht, dass ich anstelle, mich in meiner Frömmigkeit in Werbekampagnen zu begeben, wie toll und wie fromm und wie religiös und wie was auch immer ich bin, sondern die Hand des Schwachen zu suchen, eine Brücke für die anderen zu sein, in Zeiten der Krise ein Segen zu sein, den Menschen auf der Flucht zu sein, die sich wie ein Flüchtling zu fühlen und alles daran zu setzen, dass diese Krise auch ein Ende findet. Und wenn Frauen in Afghanistan diskriminiert werden, dann sind das einfach nicht Frauen in Afghanistan, sondern das ist meine eigene Seele. Wenn andere Frauen im Iran nicht mehr sagen können, wie sie selbst ihre Religion auslegen dürfen, weil sie wohl nicht als gleichwertige Menschen angesehen werden, dann ist das Unrecht. Und dafür müssen wir Sorge tragen, wie wir dies anders machen. Ich weiß, dass ich das nicht ändern kann. Ich weiß, dass es mir einfach viel zu gut geht. Aber es ist mir bewusst, was dort geschieht. Und meine Arbeit hier kann ich nur in Zeichen von diesen Krisen und diesen vielen Scheitern und Ungerechtigkeiten und dieser ungerechten Welt tun. Und mich nicht aufhalten. Ich finde, mit diesem Weg gehen, dieser Weg und diese Spiritualität ist kein rosa, geschmeidiger Weg, den wir uns so wünschen, sondern es geht darum, noch sich selbst sehen zu können im Spiegel. Und dieses Problem habe ich persönlich. Wissen Sie, ich habe Schwierigkeiten, mich immer wieder in den Spiegel anzuschauen. Nicht nur, weil die Schönheit mich verblendet, sondern auch, weil ich habe mich extra natürlich in Farben von Cibedo jetzt gekleidet, deshalb, aber, sondern es geht darum, sich anschauen, die Augen in der Nacht schließen zu können. Heißt eben, seine Augen noch schließen. Wie kann ich heute als ein gläubiger Mensch schlafen? Und das mag jetzt viel übertrieben klingen und was auch immer, aber das ist nicht. Gläubig zu sein ist nicht einfach einfach, sondern gläubig zu sein heißt, diese Schwere auch aushalten zu können. Davon bin ich das Wort. Also Herzensarbeit, richtige Arbeit. Schlafen Sie gut, Vater Hansen? Ja, doch, ich mache jeden Abend ein Ritual und halte einfach den Tag Gott hin auf das Chaos der Welt und hoffe, weiß, ich kann es nicht selber lösen, aber ich hoffe, dass Gott das in Segen verwandelt, was ich ihm hinhalte.
auch wenn was bei mir nicht optimal war, wenn ein Gespräch nicht optimal gelaufen ist, wenn eine Entscheidung nicht optimal war. Das ist für mich so ein tiefer Glaube, dass Gott das nicht optimal geführte Gespräch in Segen verwandeln kann. Und natürlich halte ich ihm auch die Welt hin, so wie sie ist. Ich bin ohnmächtig, ich kann den Krieg in der Ukraine nicht beenden. Aber wenn ich das Gott hinhalte, habe ich die Hoffnung, dass es nicht das letzte Wort ist, dass trotzdem irgendwann der Friede siegen wird über den Krieg. Ich habe es vorhin erwähnt, Sie haben den Koran übersetzt, Professor Karimi, und Sie sagen, der Koran ist ein göttlich-ästhetisches Ereignis. Und erst wenn der Koran klingt und rezitiert wird, dann spricht man erst vom Koran. Warum ist das so? Ja, warum ist das so? Das ist so nicht einfach so. Sie müssen schon den Ewigen fragen. Es geht darum, also ich glaube, Ihre Frage ist viel tiefgreifender, und zwar, was geschieht eigentlich mit uns Musliminnen und Muslimen, wenn wir in dieser Erfahrung leben? Hier geht es nicht darum, etwas theoretisch-konzeptionelles Theoretisches, Systematisches vorgetragen wird, sondern es scheint so zu sein, dass die Offenbarung Gottes etwas Sinnliches ist. Es trifft meine Sinne. Ich bin ganz als Person von dieser Gegenwart Gottes ergriffen. Der Koran sozusagen durchdringt meine Haut, geht tief in mein Herz. Unabhängig davon, dass ich dann gleich wieder meine Vernunft sich meldet und ich will interpretieren und auslegen, ich bin nicht einverstanden, welche Lesart, wo ist der Koran offenbart worden, in welchem Kontext, in all diesen theologischen, wichtigen Spielereien bin ich alltäglich drin. Aber jenseits von all dem gibt es eine Urerfahrung von Erhabenheit, die sich hier kundtut. Und das ist das, was mich am Koran so fasziniert. Die Bibel ist ja schon von der Form her was völlig anderes und nicht vergleichbar, hat weder Reim noch Rhythmus. Ist das trotzdem quasi eine sinnliche Erfahrung, die Bibel, oder eine kleine Spiritualität für Sie? Doch, für mich ist die Bibel ein Buch, das ich überall lesen kann und immer wieder neue Aspekte finde. Und die hat auch eine Schönheit, wenn wir das Lukas-Evangelium lesen. Lukas ist ein exzellenter Erzähler, ein Dichter. Das Gleiche vom verlorenen Sohn, vom barmherzigen Samariter, das ist auch wunderbar erzählt. Die Schönheit, die Schönheit der Sprache, der griechischen Sprache. Oder manche Worte aus dem Johannes-Evangelium, wie kaum, dass wir das Leben haben und Fülle haben. Oder auch der Schöpfungsbericht, das ist ja voller Schönheit, diese sieben Tage. Also natürlich die Kriegsereignisse in dem Buch der Könige, das ist nicht so weniger schön. Das kann man nur symbolisch dann als Bildhaft erklären. Aber es gibt auch ganz viele wunderschöne Gedichte. Die Psalmen sind ja auch wunderschöne Gedichte oder eigene Dichtkunst, wiederholen und ganz viel auch Schönheit. Das ist für mich schon wichtig. Und die Worte zu sprechen, zu kosten. Die frühen Mönche haben eine eigene Methode, der Lectio Divina gehabt, wo Meditatio heißt, kosten. Und dann letztlich die Kontemplatio heißt das Wort genießen, zu spüren, die Worte genießen zu können, nicht darüber zu reden, sondern dass die Worte ein Gefühl in mir, ein Geschmack hinterlassen, das ist für mich entscheidend. Genau, mit fast selben Worten wird Al-Razali, ein muslimischer Theologe aus dem 12. und 11. Jahrhundert, auch die islamische Spiritualität begründet, nämlich als eine Erfahrung, wie wir Gott schmecken lernen. Gott schmecken lernen oder später evangelisch auch Sinn und Geschmack für das Unendliche, das ist eben etwas, was nicht bloß auf der kognitiven Ebene bleibt, sondern etwas uns von innen her erreicht, könnte man es vielleicht sagen, worüber wir nicht verfügen. Und das ist dieses Momentum. Es gibt ja die Braunmystik im Mittelalter, die hatte die Dulcedo Dei, die Süßigkeit Gottes zu schmecken, das war eine ganz wichtige Form. Ich habe darüber geforscht, aber im deutschen Lexikon gibt es nichts über die Süßigkeit. Im französischen Diktionär der Spiritualität gibt es 30 Seiten über die Dulcedo Dei. Das heißt, in Deutschland ist total übersehen. Also hat keinen Geschmack für den Geschmack des Glaubens.
Wir kennen aber auch genau das Gegenteil, nämlich das Gegenteil von Schönheit und Schmecken, nämlich wenn es um Exegese und Interpretation geht und Bibel und Koran wirklich ausgelegt werden. Dann dasselbe, glaube ich, dieselbe Problematik in beiden Religionen. Denn wenn die Schriften wörtlich genommen werden, dann sind wir oft ganz schnell beim Fundamentalismus. Können wir dann gemeinsam Christentum und Islam diesen Tendenzen begegnen? Ja, was ist hier die Frage? Ich habe gedacht, der Pater antwortet, deswegen habe ich dann abgeschaltet. Nein, ich habe genau zugehört. Mir geht es um die wörtliche Auslegung der Bibel. Da sind wir ganz schnell beim Fundamentalismus in beiden Religionen. Wie können Sie denn gemeinsam als Christen und Muslime diesen Fundamentalisten begegnen? Im Grunde genommen fundamentalistisch, also wenn die das sozusagen die literalistische Leseart sagen, das ist keine Leseart. Das ist ja keine Möglichkeit. Ich glaube, ich würde diese Möglichkeit absprechen, als gäbe dies auch noch neben den anderen. Das ist eben nicht der Fall. Das ist einfach Dilettantismus. Wenn man meint, dass man einen Text aufschlägt, liest und versteht, dann hat man eben alles, aber nicht verstanden, dass hier Verstehen am Werk ist. Verstehen heißt immer eine Distanz entdecken zwischen sich selbst und dem, was sozusagen, und das, was gelesen wird, geht hier. Und verstehen heißt immer, dass auch ein anderes anders versteht. Verstehen als Konzept eröffnet den Raum der Pluralität und zeigt auch meine eigene Demut, dass mein Verstehen niemals mit dem Text übereinstimmen kann, sondern es kann nur eine Form sein. Das heißt aber nicht, dass Tür und Tor für Beliebigkeit geöffnet sein muss, denn mein Verstehen ist auch kategorisch bestimmt, ist überzeugend. Ich bin überzeugt von meiner eigenen Lesart aufgrund von diesen hermeneutischen sozusagen Mitteln. Aber das heißt nicht, dass es die Wahrheit sein muss. Sondern ich lasse mich immer belehren von meinen Kolleginnen und Kollegen, die einfach eine andere Lesart viel überzeugender mir zeigen. Und das kann natürlich auch eine Brücke sein, weil Texte eben Texte sind, die wir gemeinsam in diesen Interpretationen und Auslegungssphäre hineinkommen und uns dort entdecken. Fundamentalismus hat eben mit Angst zu tun. Angst, dass man nicht die Wahrheit hat, man muss sich festhalten an etwas. Natürlich ist es gut, ein Fundament zu haben, wo ich sicher stehen kann, aber dieses dure Festhalten am Recht haben, das ist immer ein Zeichen von Angst und nicht von Glaube. Und für mich ist einfach entscheidend, ein wunderbares Kriterium, wie wir die Bibel lesen sollen, gibt uns der heilige Augustinus, der sagt, das Wort Gottes ist der Gegner deines Willens, bis es der Urheber deines Heiles wird. Solange du dein eigener Feind bist, ist auch das Wort Gottes dein Feind. Sei dein eigener Freund, dann ist auch das Wort Gottes mit dir im Einklang. Dann kann ich vielleicht eine schöne Amicus tibi esto, et concordas cum ipso. Sei dein eigener Freund. Und die Fundamentalisten sind nicht der eigene Freund, die sind sich selber Feind und deswegen erleben sie auch die Bibel nicht als Wort des Lebens, sondern als Wort der Drohung, der Rechthaberei, der Anklage gegen andere. Aber das Entscheidende ist, nur wenn ich die Bibel als Wort des Lebens, mit Leben spende, wenn ich freundlich mit ihr umgehe, dann verstehe ich auch, was die Bibel sagen will. Wenn sie Angst macht, dann ist es immer ein Zeichen, dass ich sie falsch verstanden habe. Und wenn ich Angst mit der Bibel mache, ja, es gibt ja auch Leute, die Bibelworte verwenden, um anderen Angst zu machen, um andere zu beurteilen, das ist kein Verständnis. Ja. Professor Karim hat vorher öfter das Wort schön benutzt im Zusammenhang mit dem Koran. Und da gibt es einen schönen Satz im Koran, der heißt, streitet mit den Leuten der Schrift nur in schöner Weise. Pater Anselm, hat denn Ahmad Karimi sich daran gehalten? Hat er schön mit Ihnen gestritten? Ja, das war immer sehr schön und wie aggressiv, wie rechthaberisch und ja, und es hat auch eine schöne Sprache und ich denke, die schöne Sprache gehört auch dazu. Das zeigt auch, welche Sprache spreche ich. Ist es eine schöne Sprache oder eine heilende Sprache? Jesus sagt im Johannesevangelium, ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesprochen habe. Und Jesus spricht so, dass die Menschen sich rein fühlen, im Einklang mit sich selber. Und das habe ich, das Sprache von Karigi auch gemerkt,
da war ich auch in Frieden mit den Jesuiten, können in Frieden, für das Lisa dazu gesprochen, nicht polarisieren. Wenn ich polarisiere, dann kriegen sich Leute schlechtes Gewissen und fühlen sich beschmutzt. Aber eine Sprache, die den Menschen reinigt, die verspürt, er ist fasziniert von der Schönheit, das ist die religiöse Sprache, das gehört ja die Sprache. Darf ich das da machen? Und zwar einmal in einer unserer Begegnungen hat Pater Anselm, Entschuldige, dass ich das verrate, in einen Modus hineingekommen, in dem er, ich glaube, auch öfter ist, weil er auch oft redet und sehr viele Vorträge hält und Workshops hält. Und es wirkte so, als wäre das einfach auswendig gelernt. Es kam einfach, es floss. Und ich glaube, er hätte auch seine Augen schließen können. Oder um 3 Uhr nachts hätte man auch wecken können. Er würde einfach genauso weiterreden. Alles würde passen. Und das hat mich in gewisser Weise genervt. Keine Ahnung, das hat mich so ein bisschen typisch logisch angehört und so. Ich dachte, okay, mit aller Liebe so. Und dann habe ich dann versucht, ihn zu nerven. So ein bisschen so kleinkarierte theologische Nachfrage. Und plötzlich zeigte er sich als jemand, der eben über Karl Rahner promoviert hat. Und plötzlich war er natürlich theologisch feinsinnig, präzise, genau. Und ich dachte, okay, wiederum, die andere Sprache wollte mir lieber. Insofern, ich glaube, was ich damit eingesandt will, ist, es geht nicht darum, was wir von uns halten, wie wir etwas begriffen haben. Es geht auch darum, welche Aufgabe, welchen Auftrag wir haben, mit wem wir reden. Welche Sprache wir wählen. Es mag sein, dass einiges, was wir hören, jetzt nicht gestochen, scharf, theologisch für sie sich anhört. Aber die Sprache, die die Herzen gewinnt, die die Kirchen wieder voll macht, die von der Schönheit, vom Glauben spricht, das hat einfach eine ganz eigene Wertigkeit, die natürlich nicht einfach erdacht und erdichtet ist, sondern durchdrungen von Weisheit. Und ich glaube, dafür müssen wir auch eine neue Offenheit entwickeln und auch dafür Sorge tragen, dass das nicht einfach als eine einzige Orchidee bleibt, sondern dass es auch überhaupt theologisch wieder kultiviert wird. Okay, danke. Ja, dann gehen wir mit dieser kleinen Anekdote zur Begegnung in eine kleine musikalische Pause. Aşkın aldı benden beni von Yunus Emre wieder. Deine Liebe hat mich von mir weggenommen. Und zweiter Teil, schau, was die Liebe mit mir gemacht hat. So etwa. Gel gör beni aşk neydi. Thank you.
Mit der Trinität, der Dreifaltigkeit Gottes, Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Ist dieses Gottesverständnis eine Provokation von den Muslimen? Nein, ich will es gar nicht so nennen. Es provoziert mich ja gar nicht, sondern zunächst einmal, ich verstehe es nicht. Wie gesagt, zunächst. Denn es ist sozusagen, man kann schon sagen, es ist verständlich und ich habe das alles daran gesetzt, ist nicht zu verstehen, weil es, ich darf es nicht verstehen, weil sonst bin ich kein echter Muslim oder so. Ich saß, ich kann mir vorstellen, schon als Student in den ersten Reihen, als Überstreber in Freiburg und versuchte alles dagegen zu halten. Und irgendwann merkte ich, egal was ich tue, der Gedanke scheint irgendwie eine Vernunft zu haben, die überzeugend ist. Und dann viel mehr dann auch im Gespräch mit Pater Anselm und seiner Erklärung habe ich wirklich für mich festgestellt, und ich rede nur über mich selber, ich verstehe den Gedanken. Der Gedanke ist unglaublich schön. Und ich muss darüber staunen. Nicht als Ungläubiger, sondern als Gläubiger. Ich bleibe zurück und es tut weh. Aber ich weiß, das ist nicht meins. Also kognitiv hat mich das erreicht. Aber nicht mein Herz. Wenn wir über die Christologie reden, würde ich, glaube ich, etwas anderes erzählen. Der zweite Stolperstein, der große, ist wahrscheinlich die Kreuzestheologie. Pater Anselm, der Islam verneint ja, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und doch formuliert Herr Garini in ihrem Buch bei diesem Punkt was, was ich sehr bemerkenswert finde. Deswegen möchte ich das kurz zitieren. Er schreibt, ich bin gerührt von dem Gedanken, dass Gott mein Leid, meinen Schmerz und meine Klage auf sich genommen hat, um mich zu tragen, zu trösten und zu heilen, dass er im Menschen Jesus den Weg ans Kreuz gegangen ist.
Das kann ich nicht glauben, aber es ist auch kein Unglaube, der sich mir einstellt. Es ist vielmehr ein gläubiges Staunen, das mich als Muslim bewegt und zugleich in Hochachtung zurücklässt. Bewegen Sie diese Worte von Herrn Karimi auch von einem Muslim? Ja, natürlich hat mich das sehr berührt. Aber wichtig war auch, dass wir uns darüber unterhalten haben, wie können wir Christen sowohl die Dreifaltigkeit wie das Kreuz verstehen. Und vielleicht zur Dreifaltigkeit. Wir haben natürlich, es gab Spekulationen, die ich auch nicht verstehe, die einfach zu theoretisch sind, sondern für mich muss ja auch immer wieder meinen Zweifel an Glauben so bearbeiten, dass ich für mich formulieren kann, wie kann ich es verstehen. Und dass Gott sich zeigt in diesem Menschen, Jesus, Gott zeigt sich auch in Mohammed, also er spricht ja auch, die Worte kommen von Gott. Und dass Gott sich nicht nur in den Worten Jesu, sondern in seiner ganzen Art sich zeigt, sich offenbart, die Weisheit Jesu, die Weisheit Gottes, die in diesem Menschen sichtbar wird. Die ganzen Spekulationen, theologischen Spekulationen sind Versuche, dieses Geheimnis zu verstehen. Und die griechischen Philosophen sehen ja auch den Menschen dreigeteilt. Zum Beispiel Gott, Vater spricht für das Sein, der Mensch ist. Christus steht für das Leben, der Heilige Geist für das Verstehen. Der Mensch muss sich auch verstehen. Sein, Leben und Verstehen gehört zum Menschen. Das ganze Leben ist dreifaltig. Und in diesem Sinne, aber immer wenn man genau weiß, was das bedeutet, dann kommt man von der richtigen Theologie schon weg. Genauso ist es mit dem Kreuz, natürlich, dass in diesem Menschen, Jesus, dass Gott ihn nicht davor bewahrt hat, sondern dass Gott da hineingeht in diesen Menschen, Jesus, in das Leid hinein und es verwandelt für uns, dass die Liebe stärker ist als der Tod und stärker als das Böse. Das ist für mich entscheidend. Wir haben eben auch diskutiert, Karim ist ja ein guter Philosoph und liebt auch Platon. Und Lukas interpretiert ja auch das Kreuz Jesu vom Platon her und nicht von der Sühne-Theologie her. Sondern er sagt, Platon sagte der Politeia, was wird mit einem wahrheitgerechten Menschen geschehen? Vielleicht ja vor Christus. Und er sagt, und wird ihn aus der Stadt heraustreiben, blenden, das Kreuz hängen. Und deswegen sagt der Hauptmann, nicht dieser war Gottes Sohn, sondern dieser war ein Gerechter. Lukas will sagen, in Jesus wird die Sehnsucht der Griechen nach einem wahrgerechten Menschen offenbar. Und er versteht auch das Kreuz nicht als Sühne, das ist ja auch, was der Islam zu Recht auch ablehnt, dass Gott so strafen muss. Und das sind auch komische Formen von Theologie, die so nicht in der Bibel stehen, sondern Lukas, da jetzt mit dem Schauspiel, alle die zum Schauspiel waren, klopften sich an die Brust und gingen verwandelt nach Hause. Ich denke, das kann jeder verstehen. Schauspiel war für die Griechen ja das Heilige. Nach Aristoteles führt das Schauspiel zur Katharsis, zur Reinigung. Und insofern führt das Schauen dieses Geschehens, der dann eben nicht im Tod bleibt, sondern aufersteht, das verwandelt den Menschen. Und ich denke, das kann auch nicht zumindest erahnen. Aber wir müssen nicht genau das gleiche glauben, aber es ist das Spüren, was wir damit ausdrücken wollen. Und das ist dann in eine Spiritualität führt, dass ich eben, wenn ich leide, dass ich keine Angst habe, sondern dass ich, das Kreuz ist die Hoffnung, dass alles in mir verwandelt werden kann. Das Scheitern in den neuen Anfang, die Niederlage in einen Sieg, der Krieg in einen Frieden, die Dunkelheit in Licht, das ist so das Hoffnungspotenzial. Sie können das Kreuz und Auferstehung nicht getrennt sehen, sondern müssen es zusammen sehen. Und auch wissen, alle meine Versuche, auch die theologischen Versuche, sind ein Versuch, das Geheimnis zu beschreiben. Und letztlich müssen wir beide von dem Geheimnis kapitulieren oder es bestaunen, aber nicht total erklären wollen. Sehr viel gesprochen miteinander. Gab es in Ihrer Begegnung auch Themen, die Sie nicht aussprechen konnten oder wo Sie heute noch dran kauen? Nein, wir haben das ausgesprochen. Wir haben natürlich den Fundamentalismus im Islam,
fällt uns natürlich in die Augen, aber es gibt natürlich Christentum genauso. Wenn wir nach Amerika schauen, die Tea Party und so weiter, das ist genauso fundamentalistisch und recht, aber ich glaube, wir müssen genauso an den Fuß klopfen und uns dafür genieren. Was haben Sie mal bisher nicht gefragt, ob Sie nicht vermissen, dass Sie keine Frau haben, nicht geheiratet haben? Entschuldigung. Ist das eine Erfahrung, die Sie, oder ich formuliere es viel, viel diplomatischer, vielleicht ein Kinderwunsch oder so etwas wie ein Kind zu haben? Bei mir war das zum Beispiel die Geburt unseres Sohnes. Vielleicht der höchste spirituelle Augenblick in meinem ganzen Leben. Ihn zu sehen, dass er da ist, hat mich völlig verändert. Plötzlich in diesem Augenblick wusste ich, ich bin nicht mehr der Protagonist meines eigenen Lebens, sondern ich bin der Vater des Protagonisten. Mein Herz hat sich geöffnet, meine Brust war geöffnet und diese Brust hatte ich nie wieder geschlossen. Die gesamte Verletzlichkeit und Schönheit und Freude, alles ist da, alles ist umrührbar. Insofern frage ich mich, ob für Sie diese Erfahrung eine Erfahrung ist, die Sie vermissen oder Sie denken, die haben das durch Ihre Schüler, durch Ihre Zuhörer anders geholt, jenseits der Erfahrung der Sexualität und diese Sachen dürfen wir ja nicht sprechen. Gut, natürlich kenne ich den Wunsch oder auch nach einer Frau. Das war gerade in den ersten Klosterjahren war schon die Angst, so in der reinen Männergesellschaft zu vertrocknen. So. In der Seelsorge habe ich natürlich auch mit vielen Frauen zu tun und bin auch bereichert worden, beschenkt worden. Ich habe 6 Geschwister und habe 13 Nichten und Neffen und noch mehr große Nichten und Neffen. Ich habe immer gern mit den Kindern auch gespielt, es war dann schon eine Faszination. Vermisse ich aber, wenn ich zurück ins Kloster gehe, meine Zellentür schließe und mich in die Meditationsecke setze, dann spielt Stunden so. Also natürlich vermisst, also wir hatten mal einen Supervisor in unserem Rekollektionshaus, der hat uns das Team zu der Vision gemacht. Da ging es um das Thema Betrauern, weil viele Christen nicht Entscheidungen betrauern. Da habe ich gesagt, ihr Mönche müsst betrauern, dass ihr keine Frau habt. Ich muss betrauern, dass ich nur die Frau habe. Also alles auf einmal kann man nicht haben. Aber wichtig ist es, nicht schön zu reden. Es ist eine Rückkehr, etwas, was fehlt. Und das muss ich betrauern. Aber dann kann ich auch sagen, was kann ich daraus machen. Und die Mönche sagen, Mönch kommt nicht nur vom Monatze in sich zurückziehen, sondern auch vom Monast, die Einheit. Das Ziel ist, so wie C.G. Jung sagt, Anima und Animus in sich zu vereinen, das gelingt mehr oder weniger, aber dass es auch eine Form ist, wo der Mensch Mensch werden kann, das ist schon für mich wichtig. Aber natürlich, wir können weder das Thema Frau verdrängen, noch das Thema Sexualität verdrängen, noch das Thema Kind verdrängen. Das ist, wie Sie sagen, eine tiefe spirituelle Erfahrung und deswegen muss es auch in eine auch die Sexualität in eine Erfahrung hinein, zwischen Kreativität und lästige Mystik. Also ohne mystische Frömmigkeit kann man kein Zölibat gut leben. Nur moralisieren oder nur, dass ich mehr arbeiten kann, das ist keine Begründung von Zölibat. Das heißt auch diese Verzichtform, die Sie sozusagen internalisiert haben, in ihr Leben eingebunden haben, ist etwas Waches, sozusagen etwas. Das, womit sie leben und nicht sozusagen in Ignoranz dagegen. Ja, ein Punkt, in dem Sie sicher beide einig sind, ist der Punkt, wenn es um Maria geht und die große Bedeutung, die Maria hat. In der Bibel im Koran. Ich habe gelernt, dass im Koran Maria die einzige Frau ist, die mit Namen genannt wird, und zwar 34 Mal. Und was ich noch gelernt habe, dass Maria im Koran eine alleinerziehende Frau ist. Da gibt es also keinen Josef an ihrer Seite. Es wird nicht negativ dargestellt, im Gegenteil, Marias Hingabe und Demut, die werden bewundert. Und sie kommt rüber als starke Frau, als echte Powerfrau. Und dann frage ich mich aber als Christin an dem Punkt, wenn ich in die Länder blicke, in denen der Islam die vorherrschende Religion ist, da habe ich nicht das Gefühl, dass diese starke Maria
einen Einfluss hat auf den Umgang mit Frauen. Ich denke jetzt natürlich an die Taliban und in den Iran. Kennen die ihre eigene Religion nicht? Das wird im Vatikanstaat die Frauen ganz starke Figuren sein. Wissen Sie, ich glaube, wir sparen uns kein Humor und kein. Es geht darum, wissen Sie, es geht glaube ich nicht darum, weil was mich gestört hat bei der Frage war, zu sagen, wo der Islam die vorherrschende. Ich kenne kein Land, in dem der Islam vorherrschende Religion ist. Also es gibt immer miserable Muslime, wie die Taliban. Mit denen interessiere ich mich überhaupt nicht. Also wenn ich könnte, würde ich in jeder Form den Glauben absprechen. Das, was Sie da vertreten, das ist eine Perversion. Und das hat mit meinem Glauben eigentlich gar nichts mehr zu tun. Weil Sie können ja noch 10-mal am Tag beten und 200-mal den Ramadan halten. Das ist einfach eine fremdartige, barbarische, frauenverachtende, sexistische, in jeder Form pervertierte Form religiöse Auslegung. Aber dennoch nennen Sie sich Muslime. Und da gebe ich Ihnen natürlich recht, dass Sie da drauf schauen und sagen, das interessiert mich jetzt mal nicht. Aber Sie nennen sich Muslime irgendwie, sind die Frauen dort unterdrückt. In der Tat. Auch wenn Sie auch jenseits von diesen vorherrschenden sozusagen Staaten und Medienstaaten, muss man jetzt genau differenziert sprechen, von denen Sie es gerade haben. Aber wenn Sie einfach die spirituelle Tradition des Islams anschauen, idealtypisch, wenn Sie so wollen, da spielt die Maria natürlich eine herausragende Rolle. Aber auch nicht immer eindeutig. Zum einen ist sie natürlich diese geduldige, hingebende, der genau das macht, die gehorsame Frau. Diese Tugenden wurden natürlich sehr gut verlautbart von den Männern vor allem, um dann auch ein Frauenvorbild zu konstruieren, die genau ihren eigenen Machtinteressen genau auch entspricht. Auf der anderen Seite haben wir dann auch noch eine andere Maria-Narration, die eben eine ist, die sich diesen Männern in ihrer Familie stellt. Und genau, obwohl sie nicht weiß, mit welcher Strafe sie auch bedroht ist, nämlich ein Kind zu haben, ohne sagen zu können, woher. Und augenscheinlich gibt es dafür nur einen weltlichen Grund dafür. Sie versteckt sich nicht. Und sie kommt mit ihrer ganzen Verletzbarkeit, stellt sich hin, aber sie hat eigentlich nichts anderes zu verkünden, außer auf das zu verweisen, was der Grund ihrer Verschuldung ist, nämlich auf ihren Sohn. Und wir sehen, was koranisch geschieht. Dieser Sohn ergreift das Wort für seine Mutter und spricht aus der Liebe. Und diese Stelle des Korans ist einer der berühmtesten. Wie dieser Sohn dasteht, da liegt, nicht sprechen können eigentlich, neu geboren, aber nimmt die Mutter in Schutz, da sie eine ehrbare Frau ist, eine bedeutende Frau ist. Ich glaube, wir Muslime auch tun gut, die Frauensache nicht Frauen zu überlassen. Dass wir meinen, es müssen in Afghanistan Frauen auf die Straße gehen und dafür kämpfen, dass sie, obwohl sie 7 Jahre alt sind, auch eine Schule besuchen dürfen. Oder ab der 7. Klasse, je nachdem, wo wir gerade sind. Sondern das ist auch eine Sache, die uns allen was angeht. Und egal, wo wir sind, welche Hautfarbe wir haben und wie kuschelig wir uns auf den Westen gemacht haben. Alle Menschen, die in Not sind, geht uns was an. Und da kann Maria ein Vorbild sein. Aber genauso kann Maria ein Anti-Vorbild sein. Daher wäre ich etwas vorsichtig, auch aus biblisch-koranischen Figuren, eine eindeutige Figuren des Kampfes, des Widerstandes, der Güte zu machen. Sie haben auch immer viele andere Seiten, die die Traditionen natürlich immer für ihre Machtinteressen mobilisiert haben. Ja, geht ja auch das Christentum, Pater Anselm, dass auch die Männer auf die Straße gehen müssen für die Frauengeschicke. Ja, also Maria kann auch im Christentum missbraucht werden, so als die demütige Magd, die zu einem Jahr und Amen sagt, der mal vor langen Jahren bei der Frauenwallfahrt gesagt, Maria ist eben nicht die demütige Magd, die zu einem Jahr und Amen sagt, sondern die Frau, die Geschichte, die Verwandlung von Wasser in Wein durch Jesus, als Maria die Verwandlung ganz Gang setzt und da sind dann viele Männer aufgeregt, weil sie genau das Frauenbild wollten von der Frau, die demütig ist. Also Maria ist eben gerade im Mittelalter, die ganzen Bilder von Maria ist ja die Königin, die Madonna, die schöne Frau, die belesene Frau, die gebildete Frau, die Mutter, ganz viele große Bilder, die auch das Königin der Frau, aber wirklich, manche Frauen haben sich auch gewehrt gegen diese asexuelle Bedeutung von Maria und Kleinmachende. Maria ist in der gesunden katholischen Theologie einmal natürlich vorwiegend Glauben, dass sie sich einlässt auf Gott,
und dann aber auch Typos, Typos des erlösten Menschen. Alles, was von Maria ausgesagt wird, wird von uns ausgesagt, dass es wir sind. Aber das ist eine Dogma, das für viele, fremd ist. Maria, die unbefleckt empfangen worden ist bei ihrer eigenen Geburt, das klingt etwas eigenartig, aber das will sagen, dass in jedem Menschen etwas ist, ein Ort, wo keine Schuld ist, wo ganz und gar gut ist. Christliche Theologie sagt ja, von der Erbsünde, muss man nicht glauben, sondern es ist einfach ein Bild, dass wir in der Welt leben, wo auch Sünde da ist, warum nicht dann glauben, warum die Zeitung lesen. Aber dieses Dogma sagt, trotzdem in uns, in jedem ist etwas ganz Reines, ganz etwas Schuldloses. Und das ist, deswegen ist Dogmatik für mich einmal Grund, das Geheimnis offen zu halten und immer auch die therapeutische Dimension, dass man gut vom Menschen denkt. Denkt von Gott nur dann gut, wenn man auch gut vom Menschen denkt. Und das ist für Maria, die ein Bild ist für den erlösten Menschen. Und deswegen sind die Feste von Maria immer optimistische Feste. Und jetzt Maria Verkündigung auch den Samen ausgesät, dass auch das Wort in uns Fleisch annehmen will, dass das Wort sichtbar wird. Die Mönche sagen zum Beispiel, wenn ich das Wort kaue, also wieder kaue wie die Kuh, dann wird es sogar den Leib fröhlich machen. Ja? Also es wird von dem Leib ein Lächeln kommen, dass sie die Worte verwandeln auf den Leib. Das alles ist ein Bild von Maria. Beginnen die Schlussrunde unseres Gesprächs. In wenigen Tagen beginnt ja im Islam der Fastenmonat Ramadan. Und für Jungsmuslimen gibt es ja in Deutschland Stimmen, die fragen, ob der Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, ob das tatsächlich alternativlos ist oder ob es noch zeitgemäß ist. Die könnten sich nämlich vorstellen, sich an dem zu orientieren, wie die Christen fasten, ein bisschen individueller und ein bisschen gelassener. Was sagt sie dazu, Herr Karin? Viel Spaß. ich finde auch da ist natürlich jetzt kein dogmatisches Wort jetzt von mir gefragt, also dürfen nicht, sondern es geht darum, dass wir sie auch religiös bilden, religiös erziehen. Das heißt aber nicht so autoritativ, aber du hast doch nicht zu trinken, sondern sie überzeugen, ihr Herz gewinnen für die Sache, die hier für mich natürlich wie ein Unsinn kriegt, jetzt zu sagen, ich mache mir meine eigene Religiosität und sagen, bilde mir die Welt so aus, male mir, wie sie mir gerade gefällt. Denn nicht zu trinken, nicht zu essen, ist nicht gerade geil. Sondern es geht darum, dass wir mal ein Stückchen Wasser trinken, bis nach einem langen Tag der Herr aller Welten wird wohl jetzt nicht wegen mich eines bestrafen. Ich glaube, so ein Bild von so einem großen Gott habe ich ja auch nach der muslimischen Tradition. Das geht aber gar nicht darum. Und Essen und Trinken, das sind ja die niedrigsten Formen des Fastens. Man kann auch ein Tier, wo ich sehr viel von den Tieren halte, auch in einer sozusagen Festhaltung vom Morgen, von unserem Aufgang bis unserem Untergang, und dem Tier müssen Trinken und Essen geben. Aber das Tier hat ja nicht gefastet. Sondern es geht darum, dass wir uns in Tugenden üben. Dass wir darüber nachdenken, wie viele üble Nachrede ist in mir. Wie oft lästere ich am Tag? Wie schlecht denke ich von anderen Menschen? Wie viele Schimpfwörter am Tag verwende ich? Wie ist mein Blick auf andere? Ob sexuell, ob missgünstig, neidisch und so weiter. Also ich bin mit mir so, ich selbst biografisch, persönlich, so sehr beschäftigt mit meinen eigenen Fehlbarkeiten, mit meinen eigenen Problemen, dass jeder Ramadan auch eine ganz neue Erfahrung ist. Ich freue mich jedes Jahr, weil ich weiß, es wird eine ganz andere Erkenntnisform mir bringen als vorher. Essen und Trinken, das ist ehrlich gesagt nur ein Beiwerk. Insofern ist es wichtig, dass Kinder, Jugendliche auch, nicht nur durch ihr Elternhaus und Moscheen, sondern auch additiv und komplementär, auch theologisch geführt sind. Dass sie Materialien haben, dass sie Menschen haben, die sie ansprechen können über diese Fragen. Ich verstehe Kinder und Jugendlichen sehr gut, wenn sie diese Fragen haben. Jetzt müsste man sie führen, sie begeistern für die Sache, wobei Kinder und Jugendliche ohnehin nicht zu fasten haben, sondern erst später natürlich. Aber auch das ist eine Sache, die kultiviert werden muss. Dafür müssen wir Sorge tragen. Und dafür gibt es Glück auch in Deutschland seit einigen Jahren, auch diese Bemühungen, auch diese Lücken zu füllen und auch kindgerecht, jugendgerecht auch die Religion zu formulieren. Und deswegen würde ich von der Rede, das ist nicht zeitgemäß, es war nie zeitgemäß für ein Kind oder Jugendliche,
den ganzen Tag nicht essen und zu trinken. Das ist ja nicht etwas Modernes, dass wir Hunger kriegen, sondern es ist etwas, wo wir sozusagen eine Form gefunden haben, vielleicht auch in Diaspora, dass wir denken, ja, andere sind doch auch. Und warum so nicht? Und ich glaube, umso mehr ist es wichtiger, um es kurz zu sagen, dass wir auch den Blick für sie auf das Christentum auch gut und würdig wachhalten und nicht in unserer zum Beispiel jetzt und sagen, ja, aber das sind die Ungläubige, die wissen ja nicht, wie Fasten geht. Das wäre, glaube ich, die denkbar schlechteste Form der Kommunikation, sondern zu sagen, das ist eine ganz andere Glaubenstradition, die ganz anderen Schönheiten und Würdigungen und Erfahrungen hier zeigt, als die, die die Muslime hier wachhalten. Könnt ihr sich vorstellen, Pater Anselm, so eine Fastenzeit gemeinsam zu gestalten mit dem Ramadan? Natürlich, die Christen haben das Fasten, also vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, körperlich abgeschafft, aber inzwischen fast die eine Woche auch ganz wenig Wasser trinken. Das war auch gut und dann die ganze Fastenzeit eben kein Fleisch. Das ist dann kein Alkohol. Aber wie Sie richtig sagen, die Mönche sagen, es nützt nicht kein Fleisch zu essen, wenn du das Fleisch der Brüder isst. So, und wenn du schlecht redest über die anderen. Deswegen ist Fastenzeit eine Zeit der Reinigung, körperliche Reinigung, aber natürlich vor allem die geistige Reinigung. Ich sage immer, eine Woche lang mal üben, nicht über andere zu reden. Das ist Fastenzeit. Da kann ich, Fastenzeit ist eine Trainingszeit. Und ich denke, eine Trainingszeit tut immer gut, dass wir mal bewusster leben. Wir können nicht das ganze Jahr so bewusst leben, aber mal 40 Tage oder genau dann einen Monat bewusst unser Programm machen, wie geht es das nicht nur das Körperliche, sondern auch das Geistige Fasten. Ich hätte gefragt, ob Sie das vielleicht sich vorstellen können, das gemeinsam zu machen. Und darum ging es mir, nämlich, Sie haben ja auch in Ihrer Begegnung ein Zeichen gesetzt, des Austausches, aber Sie sind sich auf einer Ebene begegnet als Experten, als Gelehrte. Können Sie sich in der Praxis vorstellen, wie kann denn der christlich-muslimische Dialog? Und bevor Sie antworten, was muss ich dann machen, wenn Sie das machen? Macht es Sinn, das die Gemeindehäuser zu öffnen für gemeinsame Begegnungen? Gut, natürlich, ich weiß nicht genau, da haben wir dann bitte mehr festgelegt. Dieses Jahr ist er natürlich in ähnlichen Zeitraum. Ja, genau, aber von so einem Aufgang bis in so einem Unterhalt. Welcher Monat genau? Jetzt ist es in 3 Tagen. Das wird wandern durch das Jahr, immer um 10 Tage kommt es dann. Gut, ich weiß nicht, wie. In 5 Jahren ist das, glaube ich, im Januar der Krieg. Da muss ich dann. Ja, es hat auch eine Zeit. Gut, es wäre sicher möglich, da irgendwas gemeinsam zu machen, auf jeden Fall im Frühling. Ne? Die Mönche sagen auch, dass da das Fasten soll die Erde für den Frühling bereiten. Ne? Dass das Neues aufblüht. Da kann man sicher gemeinsame Wege finden. Auch für Begegnungsräume für Mitglieder von Kirchengemeinden und Moscheevereinen ist es der richtige Ansatz, um den Dialog auf andere Ebenen fortzuführen? Andere Begegnungsräume bei Gefangenen? Ja, auf einer anderen Ebene, nicht zwischen 2 Gelehrten, sondern an der Basis. Ja, in der Tat. Und ich glaube, das ist auch ein bereits schon praktiziert. Es gibt natürlich auf der regionalen Ebene viele Begegnungen. Ich glaube, das ist das, wovor wir auch vielleicht unsere Augen etwas beschlossen haben. Wir meinen, es ist alles auf der Bundesebene, auch auf großen Bühnen, sondern in jeder Stadt, in jedem Dorf gibt es bereits Begegnungen. Nicht überall gut, nicht überall gelingend, aber das gibt es. Rühmend beiderseits. Dafür braucht es aber auch diese Menschen, die natürlich diese Sprache sprechen, auch über ihre Glaubenstraditionen so reden können, dass der andere es auch verstehen kann. Darüber hinaus haben wir, glaube ich, nicht genug Begegnungsräume. Mein kritischer Ansatz besteht nur darin, dass ich mich frage, wozu? Also es muss sozusagen auch einen Sinn erfüllen und nicht den Selbstzweck sich verlieren. Und meine Vorstellung wäre, sich für gemeinsame Missionen zu begeistern, zu fragen, wie können wir gemeinsam unsere Stadt sauber machen? Wie können wir gemeinsam Menschen, die im Altersheim niemanden haben, in Einsamkeit leben und irgendwann sterben, für sie da zu sein? Wie können wir uns politisch gemeinsam engagieren für eine gerechtere Stadt? Und so weiter, da gibt es genügend Probleme und Fragen und Krisen, wenn wir da religiöse Menschen zusammenkommen und das als eine gemeinsame Mission formulieren können. Das finde ich großartig.
Eine schöne Vision. Ich frage noch einmal ganz kurz einen Bogen zum Anfang, zum Thema Begegnung und zum Thema Buch. Ich glaube, Frau Tatari hat es erwähnt. In dieser Woche ist Ihr zweites gemeinsames Buch erschienen. Frieden stiften, Frieden sein. Vielleicht ganz kurz noch zum Ausblick und zum Abschluss. Was ist denn jetzt die Essenz aus dieser gemeinsamen Arbeit? Können Christen gemeinsam Frieden stiften und Frieden sein? Ja, ich denke, zunächst Frieden stiften heißt erst mit sich selber im Frieden sein. Das ist eine spezielle Aufgabe. Aber dann geht es auch Frieden stiften in der Gesellschaft. Wo können wir gemeinsam etwas tun in der Stadt, in der Gesellschaft? Die Gesellschaft wird ja momentan überall polarisiert. Können wir da gemeinsam dafür sorgen, dass wir eine versöhnende Sprache sprechen und keine spaltende Sprache, dass wir einander achten und dass wir natürlich auch versuchen, Frieden zwischen den Völkern, zwischen den Kulturen zu stiften. Das ist eine ganz wichtige gemeinsame Aufgabe, denn die Religionen haben eben eine eigene Quelle, aus der sie schöpfen können. Und nicht nur die Moral und die Ethik, sondern eine spirituelle Quelle. Und Frieden kann man nur stiften, wenn man aus der spirituellen Quelle herausschöpft. Und das wäre so die Chance der Religion. Ja, das sehe ich genauso. Unter anderem, ich bin muslimisch gesprochen, der Friede ist ein Name Gottes. Für mich ist einfach der Friede religiös gesprochen nicht irgendetwas, sondern das ist das, was mich zutiefst berührt und angesprochen hat. Wer sich in Frieden übt, ist Gott näher. Das ist das, was ich darin aus meiner spirituellen Tradition hineinlese. Und unsere Frage ist, meine Frage ist, womit Sie sich jetzt 3 Tage beschäftigen werden, lässt sich für den Frieden jenseits der Gewalt eine Sprache finden? In der Friedensforschung zum Beispiel wird Frieden eigentlich meistens als eine Abwesenheit der unterschiedlichen Gewaltformen gedacht. Aber lässt sich für den Frieden kultivieren? Und wo lernen wir Frieden? Wie können wir sozusagen Frieden auch kommunizieren und Frieden auch zu Frieden bilden? Wo gibt es Friedenskultur? Und ich halte Gewalt und alles, was mit Gewalt zu tun hat, eben eine Unkultur. Obwohl sie viel tun, als wäre das Kultur durch die ganze Rituale, militärisch auch gesprochen. Aber wo gibt es Friedenskultur? Wie können wir Menschen zum Frieden inspirieren? Als etwas, was nicht nur dann Thema wird, wenn es Kriege uns nahe kommen, sondern als etwas, was uns mehr Mensch sein lässt. Und das war sozusagen ein Versuch, in diese Richtung gemeinsam zu denken. Damit bedanke ich mich ganz herzlich, Pater Anselm Grün, Professor Müller Carini, für das Gespräch, für den Ausblick, für den Einblick in Ihre Spiritualität und für den Optimismus, den Sie dem weiteren christlich-muslimischen Dialog mit auf den Weg geben. Herzlichen Dank. Noch einmal Ali und Mehmet von der Orientalischen Musikakademie. Und zwar diesmal mit dem Stück Jejen Kisi, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Das bedeutet das tschetschenische Mädchen. Das ist ein Instrumentalstück. Genauer gesagt ein Stück zum Tanzen. Also Sie können gerne während oder nach der Musik ein bisschen beschwingt dann den Saal verlassen. Draußen wartet ein kleiner Imbiss auf Sie. Noch ein Hinweis, im Raum Atelier ist ein Gebetsraum für die muslimischen Gäste eingerichtet. Dort liegen auch Gebetsteppiche bereit. Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und vor allem gute Begegnungen. Wir haben mit der Rose angefangen. Es gibt ein schönes Lied, sehr leicht, macht gute Laune, kann jeder mitsingen. Das heißt die O, oh, du schöne Tulpe. Sollen wir lieber das singen? Ach, la Alexella, ja. La 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 la
na 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 Hayran senin adın var mı? Benim gönlüm